zwei Leute von uns kochen. Der andere wird das Ganze bewerten mit zwei Kriterien: Aussehen und Geschmack. You know what it is. Jones Kitchen. Präsentiert von Die Company. Freunde, was geht und willkommen zu einer neuen Folge von Jones Kitchen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, haben wir krasse Trikots oder nicht, Digga? DC, die Company, you know what it is? Wie gewohnt werden heute zwei Leute von uns kochen. Der andere wird das Ganze bewerten mit zwei Kriterien: Aussehen und Geschmack. You know what it is? Und wer wird kochen heute? Heute würde ich sagen, ich tritt einmal gegen Sammy an, komm. Ich muss sagen, ne, also, ich freue mich auf keine andere Folge als... Deswegen habt ihr auch das Gleiche als auf, an. Als auf, ne? Jordan. Der Boss spielt auch diesmal der Boss, nicht der Koch, aber der Boss. Ich bewerte das Ganze, weißt du? Egal, was wir machen, ne, du musst immer der Boss sein, kann das sein? Bruder, ich muss nicht der Boss sein, ich bin der Boss. Oder nicht? warum lachst du? Ja, Bruder, ich find die Situation einfach lustig. Warte, was habe ich was Witziges gesagt? Aber der meint das wirklich ernst, ne? Was denn? Dass du denkst, dass du der Boss bist. Hä? Natürlich bin ich der Boss. Heute wird ein Burger gemacht, übrigens. Ja, Habibi Burger! Meine verehrten Herren, ihr dürft einmal antreten. Gehst du den Arm? Stopp. Nicht näher. Boah, diese Hand tut mir nicht näher. Nicht näher. Hallo. Hallo. Spaß. Alles klar, meine Damen und Herren. Ihr dürft jetzt langsam loslegen. Und zwar geht's heute um einen wunderschönen, saftigen Burger, den ich essen möchte. Eunice Jones, Jones Kitchen, you know what it is, die Company. Wisst Bescheid. Also ich glaube, ich werde das Ding rocken. Weißt du warum? Wisst ihr warum? Weil wir waren so oft mit Eunice Burger essen und ich weiß, dieses geheime Bruder, Zutaten, guck mal, die du liebst. Ich kenne seinen Döner-Geschmack, seinen Burger-Geschmack, seinen Pizza-Geschmack. Bruder, wir waren jeden Tag gehen wir essen. Gib bitte Gas, ich bin sehr anspruchsvoll. Meine Damen und Herren, die Zeit beginnt jetzt. Hey. Warte. Geh mal kurz. Warte. Guck mal, du übertreibst wieder, ja? Guck mal, ich brauche nicht viel, ich brauche nur wenig. Bruder, ich schwöre auf meine Mutter, wenn es um Burger geht, ich will nicht groß reden. Der hat doch alle Salz und Pfeffer genommen, Bruder. Boah, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, Bruder, das ist kein Problem. Merkt euch das, man darf nicht übertreiben. Ich hab damals im Burger... Hast du fertig? Ja. Ich hab damals im Burgerladen gearbeitet, wallah. Ich weiß schon, Bruder, ich weiß jetzt kommt schon eine Zutat, die muss festgehalten werden. Wobei, man muss auch ganz klar, also man muss auch kurz sagen, wir haben zwei verschiedene Burgerbrote geholt und die dürfen entscheiden, welches sie nehmen. Gib mir mal eine Zwiebel, wo ist meine Zwiebel? Bruder, ich hab jetzt eine Zutat, ihr müsst, ne? Ihr müsst das erstmal weich machen. Entspannt euch. Mach mal mit Liebe. Ich mische mit Liebe. Hört auf! Mach mit Liebe! Ja, Bruder, chill. Wir sind gespannt, was der Jordan hier fabriziert. So, ein bisschen Wasser rein, das fürs Aroma. Und jetzt? Hast du Wasser reingetan? Er hat zu viele Filme wieder geguckt, ja? Also, Sammy, ich bin echt, bei dir habe ich echt ein riesen Fragezeichen, was du hier fabrizierst. Bruder, ich hab... Ich hab daraus gelernt, weil ich weiß, man muss mit Liebe und Sanft und so arbeiten, weißt du, was ich meine? Liebe und was? Sanftigkeit. Merkt euch das. Und guck mal, jetzt ganz wichtig, Bruder, du magst Liebe. Ich hab meine Hände gewaschen, aber das... Du hast ein Ei da reingetan? Ja. Ey, mach mal, gib mal. Ja. Guck mal, man darf nicht so viel machen. Im Burgerladen macht man ohne Öl. Da hast du einen riesen Fehler gemacht. Wallah. Bruder, kümmer du dich um deine... Ich wollte gerade sagen, was mischst du dich die ganze Zeit in meine Sachen ein? Wie viel Gramm möchtest du her? Ist egal, ne? So, es ist dir überlassen. Du musst mich überzeugen, nicht ich dich. Ich schwör's dir, ne? Ich hab Ahnung, wie man das macht. Ich schwör's dir, ich weiß... Guck mal, ihr redet mir zu viel Müll. Also, konzentriert euch auf die Arbeit und mach mal vernünftige Sachen. So. Bruder, ich will ja nicht pushen, ne? Aber ich hab's schon. McDonald's macht das auch so. Weil wenn das Patty draufkommt, verschmiert sich das die Soße. So, Fleisch ist fertig, können wir zum Brot. Kannst du mir ein Brot geben? Boah, jetzt macht er mir auch mit dem Brot nach. Ja, alles klar, komm, ich mach dir mit dem Brot nach. Gibt's ja auch nur, sieht so viel aus. Ach du heilige Scheiße. Der mag keine Gurken.
Junge, nö, du musst Gurken nehmen. Der mag keine Gurken. Der mag keine Gurken. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja, das habe ich gesehen, wie du das weißt. So, ganz wichtig. Guck mal, das Ding ist, ich will ihn auch zufriedenstellen. Hell, was no. Du machst jetzt aufs Fleisch, machst du was? Butter. Vertraue mir, du wirst den Geschmack rauskriegen. Oder kannst du mir einmal Mayo geben? Siehst du das, Ilias? Gibt es da was zu meckern? Nee, ich zeige nur für die Kamera, weil die Kamera muss das alles aufnehmen. Wir machen hier Burger. Man erkennt das an der Farbe, ob das Fleisch gut gewürzt ist. Guck mal, und so wie ich Younes kenne, er mag das nicht. Hör nicht zu, Jordan. Er mag keine dünnen Scheiben. Das heißt, wir müssen die Scheiben dick machen. Und viele reinmachen. Ich frag mich nur, was er da versucht hat. Bruder, Gib, was machst du überhaupt auf meine Fläche? Ich brauch Salat. Boah, was ist das? Das ist doch, das ist ein Köfte ist das, Wander. Hallo, du kümmerst dich um deinen Scheiß. Ich weiß, ich habe die Folge einfach gewonnen. Wenn ich diese Folge nicht gewonnen habe, ne, ich schwör's dir, dann... Bruder, red doch nicht so groß. Nein, aber diesmal habe ich dieses... Scheiße! Guck mal, was ist das für ein Patty, Bruder? Ich habe reingeschissen, aber ist kein Problem. Warum kümmerst du dich nicht um deine Sachen? Und boah, weil ich weiß, ich bin gerade... Lass ihn aber seine Arbeit machen, du bringst ihn aus dem Konzept. Er mag es nicht zu scharf, deswegen dürfen wir nicht übertreiben. Komm, Alter, ich riskier mal was. Wir sind doch hier zum Riskieren da, oder nicht, Alter? Ich muss das probieren, damit ich gucke, ob das zu scharf für den sein wird. Ja, Jungs, definitiv zu scharf für den. Hier Soße mit Brot und hier Nachos mit. Was hast du jetzt für Soßen da reingetan? Ich habe hier die Sweet Chili reingepackt, die Curry Mango reingepackt und die klassische Mayo, ne? Ich habe einen riesen Fehler gemacht, was der Jordan auch gemacht hat. Ja. Ich weiß, was du gemacht hast. Man muss erst das Brot hier reinlegen. Ja. Gib mir mal ein Brot. Wir sind gerade in der Endphase, meine Damen und Herren. Ich werde gleich die Glocke läuten lassen. Es ist nämlich gleich vorbei. Ja? Wir haben nämlich hier nochmal das Brot hier nochmal rein. Die haben ein zweites Brot genommen. Also es reicht mir langsam. Ich habe zu lange gewartet. So. Okay, Leute, wir kommen jetzt langsam zum Endstation. So. Die letzten 5 Minuten. Wir kommen jetzt zur Endstation. 5 Minuten hört sich gut an. Dann nehmen wir schon mal die untere Seite raus, machen ganz schnell. Machen hier im Kreis, ganz wichtig, Kreisbewegung, Mayo. Magst du Mayo? Ich weiß es gerade gar nicht. Mayo kann man sehr gut kombinieren mit Sweet Chili. Das ist wirklich so. Deswegen machen wir das so, vermixen wir das. Oh, das Brot ist knackig. Viele lieben das, dass das Brot knusprig ist, aber ich liebe es. Und ich weiß, dass es dieses Knusprige vieles kaputt machen wird. Deswegen nehme ich das, habe ich das extra mit der Fleischsoße machen lassen. Ey, ich brauche die Röstzwiebeln. Extra mit der Fleischsoße. Ich brauch die Röstzwiebeln, sonst geht hier gar nichts. Extra mit der Fleischsoße machen lassen. Warte. Och. Ich hab was falsch gemacht. Das war falsches Hackfleisch. Also hört gar kein Ei rein. Sei mal ehrlich, wie kommt man drauf? Boah, du hast schon verkackt, ich sehe das doch. Bei anderen Hackfleisch, ich mach Ei rein, das ist immer besser. Ich glaube, das ist das kleinste Problem, was du hast. Ah, Scheiße, der mag doch nicht so viel Fleisch. Dieses Käse, was jetzt gerade rüberfließt, das soll jetzt extra ein bisschen kross hier werden, weil das wird auch Geschmack sein. Tomaten, Scheiße, Tomaten habe ich vergessen, ich bin aber fast fertig, Bruder. Was viele machen, was wir auch im Burgerladen damals gemacht haben. Ey, Junge, klar, das war zu viel. Das war zu viel. Langsam. Bruder, wer hat bessere Tomaten gemacht jemals auf deinem Burger? Bruder, ich muss sagen, ich habe da echt was Krasses fabriziert. Letzte Sache und dann bin ich fertig, Bruder. So, Jordan, den Patty jetzt bitte auf dem Brot. Die Uhr ist gerade am Ticken. Boah, guck dir das, dieses Fleisch an, Bruder. Jeder, der Ahnung vom Burger hat, weiß, was ich jetzt hier fabriziert habe. Der macht das eh noch auf Bonchance, Wallah. Bruder, du wirst ja gleich sehen. Ihr denkt, ich mach's auf Bonchance.
muss noch eine Sekunde, aber das ist ja kein Problem. Es ist nur noch das Ei, das fertig werden muss. Und eigentlich können wir kurz einen Zeitraffer machen und fertig. 3, 2, 1. Bitte alles liegen lassen. Und bam! Jetzt geht's rüber. Die Bewertung. So, meine verehrten Herren, ihr dürft einmal kurz antreten. Und ja. Ja, guck mal. Es war nämlich sehr viel Struggle auf der Kochfläche, muss ich sagen. Und ich habe sehr viel gesehen, sehr viel Verkehrtes gesehen, muss ich sagen, an der Stelle. Von welcher Seite aus? Werde ich euch gleich aber auch noch sagen. Darf ich kurz erwähnen, kannst du kurz erwähnen, was ich hier noch draufgeschrieben habe? Boah, das ist mit Finger geschrieben, Bruder. Der soll das doch nicht essen. Es geht auch ums Aussehen, ne? So, die Spannung steigt. Ich werde jetzt mal beginnen. Ich beginne diesmal mit Sammy. Sammy, ich muss sagen, du hast versucht, das Ganze mit Liebe zu machen, aber da haben mir so einige Faktoren, einige Sachen schon gefehlt. Also, aber das war bei euch beiden, muss ich sagen. Ne? Also, ich habe irgendwann gedacht, wie lange willst du das Ding noch auf der Pfanne lassen? Das wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Ich denke mir, wann geht das Ding aus der Pfanne raus? So, weißt du, ich meine? Du brauchst gar nicht lachen, zu dir komme ich gleich auch noch. Also, dennoch hast du dein Ding schon mal gemacht, sag ich mal. Jetzt komme ich zu deinem Aussehen. Von einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dir auf jeden Fall eine realistische. Ich bin eine. Natürlich bin ich streng, ich gebe dir eine 5. Was? Ja. Ich bin generell mit, mit der Benotung streng. Und eine 5 ist noch gut gemeint, ne? Weil. Ja, ich muss natürlich. Also ich gebe dir eine 5. Tschüss, Wanda. So. Abo! Ne? Willst du dich erstmal meinen von Aussehen sagen? Ich muss sagen, Jordan, sein Aussehen sieht schon mal aus wie ein. Wie ein Burger, den man auch draußen isst, ja? Jordan, bei dir gebe ich eine 7. Okay? Bei dir gebe ich eine 7. Dann freu dich nicht zu früh, Junge. Wanda. Also, nur für den Burger, das, was er gemacht hat, da, du wolltest zwar Schleim mit meinem Namen, aber ich muss sagen, das hättest du besser machen können. Aber egal. Man gibt sich dann schon Mühe, ne? Und dann. So, jetzt kommen wir zum Geschmack, meine Freunde. Also, ich glaub, damit werde ich punkten, 100%. Beim Geschmack kann sich sehr vieles verändern, Freunde, weil ich habe sehr viel Verkehrtes gesehen bei beiden Parteien. Und wir kommen jetzt zum Geschmack. Mmh. Saftig. Ja, guck mal, dann will er noch einen Beiß machen, komm. Ein Beiß? Alles klar. Schön saftig, viele Tomaten, viel Soße, Fleisch schön zart. Vielleicht auch zu zart. Guck, der will eigentlich so, der hat gerade Freude in sich drin, aber will es nicht zeigen. Sammy, du bekommst eine 4. Was? Au! Yeah! Tschüss, Alter, ja? Junge, da tropft irgendeine weiße Soße raus, Junge. Geh mal wieder in die Küche. Du kannst gleich deinen Burger selbst probieren, dann weißt du, warum ich jetzt sage. Beiß mal hier ab, bitte, mein Bruder, jetzt. Hallo, hier kannst du beißen, wo du willst. Ich habe jede Ecke getroffen, jeden Winkel wurde bei mir gerechnet. Bei dir, mein Freund, hoffe ich, dass das Ganze natürlich noch durch ist. Ne? Ich hoffe, dass ich gleich kein rohes Fleisch esse, weil dann hast du sonst verloren. So was würde ich niemals machen. Ich bitte achte nur auf das Fleisch, bitte. Oder? Das ist durch. Nee. Das ist durch. Ich sehe es mit meinen Augen, Bruder. Ich habe Burger gebraten, ich stoff alles. Da habe ich nicht mal Videos gemacht. Oder mit die. Warte, bevor du was sagst. Allah, ja, ich dieses, das habe ich. Warte, bevor ich was sag. Dieses Burgerbrot mit den Eiern, das gibt's bei den Burgerläden nicht. Ich dachte, guck mal, ich habe gedacht, das ist ein. Also, ihr habt meinen Gesichtsausdruck gesehen, weil das sehr roh ist, so ein dickes Fleisch. Ich muss aber jetzt zu der Benotung sagen, du hast eine 8. Ich hab gesagt, beim Burger, ich schaff alles. Das kann doch nicht sein, boah, der hat so einen Klumpen da drauf geworfen. Ganz ehrlich, Walla, guck mal, ohne Scheiß, ganz ehrlich, ich habe von Anfang an gesagt, Sammy wird die Runde gewinnen. Fleisch ist durch, obwohl sein Ball ein Doppeldecker war. Und vor allem hat er das krass gemacht mit dem Ei, nochmal letzte Sekunde, und Bruder, mit dem Rissenzwiebeln. Wahnsinn. Ich wusste, dieses Ei wird knallen, Bruder. Egal welche Burgerladen, ihr macht keine Eier, ich mach Eier. Aber jetzt ist das eigentlich voll peinlich für mich, dass ich jetzt verloren hab, ne? Das ist wirklich peinlich. Oh. Ja, nee, ich hab ja schon hoch verloren. Ja, ach nee, guck mal, dein Burger. Schau, was der bei McDonald's sieht besser aus. Ich bin sehr streng. Ganz klar, Bruder. Meine Damen und Herren, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, was wir zunächst als nächstes kochen sollen. Aber ich gebe dir Applaus. Einmal Applaus. Ich würde mal Applaus für John, Junge! So, schreibt uns, was wir als nächstes machen sollen. Wir werden es auf jeden Fall umsetzen. Wir müssen kreativer werden und so weiter und so fort.
Ich meine, wir müssen was Kreatives bekommen von euch. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Ich küsse eure Augen. Das war's mit Jones Kitchen. Ey, wow. Meine Damen und Herren.